Kommt dir das hier irgendwie bekannt vor? Nur so wird dein Mix richtig groß und breit. So oder so ähnlich tönt es von unendlich vielen Thumbnails bei YouTube. Auch von meinen übrigens, schuldig im Sinne der Anklage. Aber dabei geht es immer um den einen einzigen Trick, der aus deinem flauen Mix ein breites Power-Spektakel machen soll. Und zwar mit nur einem einzigen Move. Aber geht das wirklich? Ich will mal ehrlich mit dir sein, diesen einen Trick, den gibt es nicht. Es sind nämlich zwei. Nein, im Ernst, es sind wirklich zwei deiner vertrautesten Mixwerkzeuge, die deinem Mix die nötige Power und Breite geben können. Und zwar ohne Schnickschnack, ohne fancy Spezialwissen und auch ohne teure Plugins. Und das Beste ist, sie sind absolut kostenlos. Am Ende dieses Videos weißt du nicht nur, welche Werkzeuge ich meine, du wirst sie auch schon in deinem nächsten Mix deutlich mutiger einsetzen, versprochen. Alles, was du jetzt noch wissen musst, hier in deinem Recording-Blog. Mal ehrlich, wie oft hast du dir von mir oder den Kollegen hier bei YouTube schon diese ultimativen Mixing-Tipps angeschaut, dann nachgemacht und gedacht, ist eigentlich gar nicht so spektakulär wie bei denen. Da muss es doch noch irgendwas geben, was ich nicht weiß. Eigentlich weißt du es garantiert schon, aber hören wir doch mal kurz in diesen Song hier rein, der sehr schön zeigt, auf welche Moves es tatsächlich ankommt, zumindest wenn du dich traust. Wir kommen aus der Strophe und gehen in den Refrain, also eine echte Schlüsselstelle, die wirklich knallen muss. Wondering what at the end of this end that I'll find. The road I chose is right for me. Der Refrain ist groß, breit und im Vergleich zur Strophe knallt er so richtig rein, oder? Die beiden wichtigsten Zutaten für dieses Ergebnis sind zwei Regler, die vielleicht nicht so fancy sind wie das neueste Multiband Sidechain Supidupi Plugin für nur 199 Euro im Sondersale, aber ich verrate sie dir natürlich trotzdem. Wenn dein Mix breit sein soll, dann muss er auch eine Chance haben, breit zu sein. Das erreichst du mit einer Technik, die so alt ist wie effektiv und die dir das Mischen sofort um vieles einfacher machen wird, wenn du dich darauf einlässt. Die Technik heißt LCR, also Left, Center, Right oder auf Deutsch Links, Mitte, Rechts und erleichtert dir das Mischen allein schon dadurch, dass du dich für deine Panoramaeinstellung nicht mehr mit unendlich vielen verschiedenen Positionen irgendwo zwischen links außen und rechts außen herumschlagen musst, sondern nur eine von dreien auswählen musst, nämlich links, Mitte oder rechts. Schauen wir mal kurz auf diesen Mix hier und du erkennst sofort, dass hier im Panorama die meisten Instrumente entweder links, Mitte oder rechts zu finden sind. Also ganz klassisch nach der LCR-Regel. Die wichtigsten Instrumente sind dann Vocals, Schlagzeug und Bass, die vor allem in der Mitte zu finden sind. Alles andere darf sich drumherum aufhalten. Wir haben Ausnahmen natürlich von der Regel. Die Ausnahmen bestätigen ja die Regel. Wir haben hier zum Beispiel die Toms, wenn du hier reinguckst, das Panorama. Das ist entsprechend der Toms in den Overheads angeordnet. Das heißt, so wie wir die Toms in den Overheads gehört haben, von links nach rechts, sind sie auch hier im Panorama aufgeteilt. Und vielleicht die wichtigste Ausnahme ist hier bei den Strophengitarren zu finden. Wir haben hier die Strophengitarre hier unten und hier oben im Panorama siehst du, dass die im Panorama nur zu 50% die Breite bespielen darf. Die eigentlichen Gitarren, die auf diesem Bus drauf sind, sind zwar auch hart links und rechts außen gepannt, aber das Panorama in der Strophe ist um 50% eingeschränkt worden. Das geht hier bei Cubase mit dem Combined Panner. Und im Refrain dagegen sind die Gitarren volle Pulle aufgezogen. Das heißt, da wird das komplette breite Stereo-Spektrum gespielt. Natürlich auch hier hart links und rechts die Gitarren, die dann auf den Bus draufgehen. Denn es geht ja immer um Kontrast, wenn man einen Unterschied zwischen verschiedenen Teilen herstellen möchte. Und diesen Kontrast erzielen wir in diesem Fall, dass die Gitarren eben zu 50% in der Strophe in der Breite spielen und im Refrain dann zu 100% und das Ganze klingt dann so. Wenn der Refrain mehr fliegen soll als der Teil davor, dann braucht er natürlich auch mehr Energie. Es darf also auch lauter werden. Und wenn etwas lauter werden soll, dann darfst du am Lautstärkeregler, also am Fader, nicht gerade zimperlich sein, sondern trau dich ruhig und sei mutig. Nehmen wir nochmal die gleiche Stelle. Die Gitarren in der Strophe und im Refrain sind jetzt gleich laut eingestellt und pieken ungefähr bei minus 20, minus 21 dB. Eigentlich okay, aber jetzt stelle ich es mal so ein, wie es im eigentlichen Mix tatsächlich vorgesehen ist. Achtung. Ha, und jetzt knallt's richtig. Die
Gitarren im Refrain sind fast 5 dB lauter als vorher und schieben dadurch natürlich in Kombination mit dem größeren Stereo nochmal deutlich mehr an als in der Strophe. Du brauchst also kein neues Plugin, sondern Kontraste zwischen deinen verschiedenen Teilen im Song. Und Kontrast erzeugst du eben unter anderem, indem du mit Panorama und Fader nicht nur kreativ, sondern auch mutig bist. Der kleine, aber feine Nebeneffekt von LCR ist übrigens, dass du im Mix nahezu immer genügend Platz für deine Hauptvocals hast, denn in der Mitte spielen ja dann quasi nur die Drums, der Bass und eben die Hauptvocals. Alles andere darf auf den Seiten schalten und walten und kommt damit zumindest im Hauptgesang nicht zu sehr in die Quere. Sollte dein Mix dann aber trotzdem sehr dicht werden, sodass du mehr Platz für die Vocals brauchst, dann schau doch mal als nächstes in dieses Video, in dem ich dir nämlich eine kostenlose Alternative zum Trackspacer von Waves Factory zeige, den viele Profis in dem Fall sehr gerne nehmen. Da sehen wir uns dann. Bis die Tage, mach's gut und Yassou!